Such dir einfach den windigsten Tag des Jahrtausends auf und pflanz deine größte und instabilste Pflanze um. Das ist eine tolle Idee. Pflanzenfreunde und herzlich willkommen hier im Pflanzenzirkus. Ich weiß nicht, warum ich gerade geklatscht habe, aber vermutlich, weil ich so aufgeregt bin, dass ich heute ein paar meiner Lieblinge umpflanzen kann. Das wäre zum einen hier die Monstera Adansoni. Die ist einfach viel zu groß und sieht aus wie so ein labbriger Lauch mittlerweile. Einen Moment, ich zeige das mal einmal hier. Das ist kein Zustand, da muss auf jeden Fall auch ein Rankstab rein. Außerdem würde ich die gerne mit 1-2 Ablegern ein bisschen verdichten. Und so ähnlich geht es mir auch bei meiner Raphidophora tetrasperma, die ihr vielleicht auch als Monstera minima kennt. Wir haben die im letzten Video gekürzt, was bedeutet, dass sie jetzt neu austreibt. Und tatsächlich treibt sie nicht nur an einer Stelle aus, das wäre die hier oben, sondern auch hier kommt ein neuer Trieb und hier unten. Das bedeutet, es kommen drei große neue Triebe und die möchte ich schon an ein bisschen größeren Rankstab befestigen. Und ich möchte sie dann auch von unten verdichten mit den Ablegern, die wir damals geschnitten haben. Einfach, dass das ein bisschen mehr Pflanze wird und nicht so diese eine traurige Stock. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ich werde euch ganz genau zeigen, wie ich so meine Pflanzen umpflanze und was ich dabei beachte. Und ich hoffe, ihr könnt einfach ein bisschen was daraus lernen. Und wir fangen jetzt, glaube ich, einfach mal an mit dem Umtopfprozess. Dazu müssen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen Platz machen, denn diese Riesenpflanze braucht natürlich auch riesig viel Platz, um sie vorsichtig irgendwie aus dem Topf zu lösen. Kleiner Tipp von mir, was ich mal gerne mache bei Pflanzen, die das vertragen, und das sind ja durchaus die meisten, ich habe die komplett durchtrocknen lassen, dann ist der Topf nicht so schwer, die Erde bröselt leichter und ich bekomme die Pflanze letztlich schneller aus dem Topf raus. Ich lasse jetzt auch den Rankstab erstmal drin und lege die Pflanze erstmal auf die Seite und tue den Unterteller weg, der stört nämlich nicht. Pflanze fällt. Jetzt liegt unsere Pflanze auf der Seite und ich versuche erstmal durch leichtes Ruckeln sie zu lösen. Das funktioniert jetzt nicht und da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und zwar habt ihr ja hier zum Beispiel bei euren Tontöpfen, wo jetzt hier auch schon die Wurzeln rauskommen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dieses Loch. Und da sind ja meistens die Steine drin und da könnt ihr einfach mal ein bisschen Druck ausüben auf diese untere Drainageschicht. Es kann natürlich sein, dass da 1-2 Wurzeln drunter leiden müssen, wenn die halt schon aus diesem Loch rauskommen. Aber im Normalfall hilft euch das bei diesen Tontöpfen, um da ein bisschen einen Hohlraum unten zu schaffen. Und in dem Moment könnt ihr die Pflanze normalerweise leichter entfernen. Jetzt gehen wir mal hier in die Seite rein. Uff! Und jetzt können wir den Wurzelballen im Eim rausheben. Die ist gar nicht so gut durchgewurzelt, wie ich gedacht hätte. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall unsere Pflanze. Ich fussel das hier mal raus kurz. Man sieht, die Erde ist sehr trocken, weswegen sie sich sehr leicht von den Wurzeln lösen lässt. Aber seid auch ein bisschen vorsichtig, weil natürlich dadurch, dass die Wurzeln auch komplett trocken sind, können die etwas empfindlicher sein. Habe ich zumindest immer das Gefühl, dass das bei trockenen Pflanzen etwas empfindlicher ist. Hier hatten wir unten so einen Netzstrumpf drin, um das Loch frei zu halten. Und der ist gut eingewachsen in unsere Wurzeln. Das löse ich jetzt mal vorsichtig. Vorsichtig es eben geht. Ein paar Wurzeln müssen dran glauben, so ist das halt im Leben. So. Jetzt haben wir hier die Pflanze mit dem Erdballen. Das ist tatsächlich gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Die Wurzeln sehen aber sehr, sehr gut aus. Jetzt entferne ich erstmal hier den Stock. Da muss ich ein paar Drähte lösen. Das hätte man vielleicht machen sollen, bevor man sie aus dem Topf nimmt. Ich sehe es ein. Wenn wir den Stock hier rausziehen. Ich muss den rausziehen, weil hier ist natürlich so ein kleiner Teddy dran und der möchte ich natürlich, dass der dran bleibt, weil ich den nicht neu annähen möchte. Jetzt lege ich unsere Pflanze erstmal hier schön auf die Seite. Wenn ihr jetzt so ein Wurzelbein habt und ihr wisst, ihr habt gutes Substrat verwendet, dann braucht ihr das gar nicht so von den Wurzeln lösen. Das stresst die im Endeffekt nur und es gibt Pflanzen, die das einfach nicht gut vertragen können. Ich würde den Wurzelbein wirklich nur lösen, wenn ihr wisst, die steht in schlechter Erde oder vielleicht ihr habt eben Discounter gekauft und es ist einfach noch dieser Schaumstoff unten drin, den ihr lösen wollt. Dann macht das Sinn. In jedem anderen Fall, solange das nicht komplett umschlungen ist und kein Wasser mehr dran kommt, braucht ihr den Wurzelbein nicht aufdröseln. Das stresst die Pflanze nur unnötig. Warum sollen wir das machen? Und in dem Fall lasse ich das jetzt auch einfach so. Es ist genug rausgefallen. Auch hier so ein paar Blähtonkugeln, wenn die da in dem Substrat bleiben. Das ist absolut egal. Nachdem wir unsere Pflanze jetzt ein bisschen nackig gemacht haben, legen wir die mal kurz zur Seite.
schieben das Substrat mal beiseite, hier ganz ordentlich wie immer und nehmen uns mal kurz unseren neuen Topf vor. Und da recycle ich jetzt einfach hier dieses Strumpfnetz, was ich da schon drin hatte. Ihr könnt auch so ein Knoblauchnetz nehmen, ihr könnt auch eine Tonscherbe nehmen, das ist am idealsten, weil die Wurzeln da nicht wirklich reingreifen. Und das legt ihr auf das Loch unten im Topf einfach, damit euch das Substrat nicht flöten geht. Und jetzt sammle ich mir hier schon mal aus der alten Erde so ein bisschen Tongranulat auf und fülle das so ein Finger dick rein ungefähr. Nachdem wir jetzt unseren Blähton in den Topf gefüllt haben, so hoch wie wir das eben haben wollen, also ich nehme meistens so eine Schicht, so dass entweder eine Schicht Steine auf dem Boden liegt oder halt zwei. Es kommt nur ein bisschen auf Tagesverfassung an. Mehr schadet auf jeden Fall nicht. Müssen wir gucken, wie hoch wir unsere Pflanze einpflanzen wollen am Ende. Und das gucken wir ganz einfach, indem wir unsere Pflanze nehmen. Kurve her. Oh. Please give her support. Und die kurz in den Topf stellen. Ihr wollt es nicht, dass ihr den Wurzelballen ganz auf den Boden legt und nur auffüllt. Das machen zwar auch viele Menschen, aber ich finde das gänzlich ungeeignet. Einfach dadurch, Wurzeln wollen nach unten wachsen und nicht nach oben. Deswegen macht es schon Sinn, die Pflanze so circa 1 Zentimeter unter dem Rand, wo ihr es einpflanzen wollt, zu postieren. Und achtet darauf, dass die Mitte, wenn dann, tiefer liegt als der Rand, als höher. Weil sonst passiert das beim Gießen, dass ihr halt gießt und das Wasser zur Seite abfließt in den Bereich, wo noch gar keine neuen Wurzeln sind. Und dann hat eure Pflanze halt weniger davon, als wenn das sich wirklich auf den Wurzelballen beschränkt. Dann bleibt die Erde auch nicht so lange nass und ihr baut Wurzelvorne vor. So, unsere Pflanze müsste jetzt ungefähr hier so angesetzt werden. Also nicht so, sondern so. Und das merke ich mir jetzt und fülle auf. Ich werde jetzt einfach hier auch was von dem alten Substrat recyceln, einfach weil ich auch nicht so viel habe. Ich versuche, Wurzelreste, die ich da drin finde, zur Seite zu legen und nicht mehr mit reinzunehmen. Einfach, das ist ja Material, was verrotten wird. Das wollen wir nicht so gerne da haben. Aber ansonsten kann ich das Substrat eigentlich 1:1 wiederverwenden, solange das noch die Eigenschaften hat, die ich halt gerne habe. Hat es jetzt in dem Fall Kokossubstrat, hält sich ziemlich lange. Und da ich die erst vor circa einem Jahr umgetopft habe, ist das überhaupt kein Problem. So, jetzt haben wir es circa so aufgefüllt, dass es klappen könnte. Schauen wir mal. Na, ein bisschen muss noch. Für unser kleines Projekt hier habe ich uns schon etwas Substrat vorbereitet. Das ist einfach nach meiner Standard-Substratmischung, die ich eigentlich für fast alle meine Pflanzen benutze. Und da ich euch da letzte Woche schon ein Video darüber gemacht habe, verlinke ich euch das einfach hier oben und wir werden die jetzt einfach verwenden. Ist auf jeden Fall Kokoserde gemischt mit Tongranulat und Pinienrinde. Und das hat sich gerade bei den Monsteras, aber auch zum Beispiel bei der Raffi sehr, sehr gut bewährt. Und deswegen werde ich das auch weiter verwenden für diese Pflanzen. So, mal schauen, ob es jetzt passt. Ja, so passt es. Okay. So, ich habe meinen Stock jetzt hier schon mal aufgefädelt. Normalerweise könnt ihr den einfach direkt reinschicken. Wie gesagt, ich habe hier dieses Bärchen dran. Und deswegen, ich bin einfach durch das alte Loch, wo der alte Stab drin war, gegangen. Und ja, setzt das jetzt in unsere neue Erde rein und guckt, dass ich das ein bisschen tief vergrab. Am besten, bis ihr es so ein bisschen knirschen hört, dann seid ihr nämlich bei der Blähtonschicht angelangt. Und ich mache das auch schon mal grob hier oben mit einem Pflanzendraht fest, um dem einfach ein bisschen mehr Stabilität zu geben, weil das ja doch recht instabil ist hier. Und jetzt nehmen wir erstmal ein bisschen Substrat wieder und füllen die Seiten ein bisschen auf. So, der Stab hat jetzt ein bisschen mehr Stabilität als vorher und wir haben ja noch ein kleines Anliegen. Wir wollen ja ein paar der Ableger dazu pflanzen. Die habe ich hier unten. Davon sind ein paar schon reserviert für ein paar Leute. Unter anderem ist da noch einer, den ich an euch verlose. Das wird aber bis zu diesem Video hier schon passiert sein. Ich habe mir jetzt diesen hier ausgesucht. Der hat schon zwei große Wurzeln und da ich vorhabe, das erstmal gleichmäßig feucht zu halten, auch damit die neue Pflanze ein bisschen nachwurzeln kann in dem neuen Substrat, reichen mir diese Wurzeln auf jeden Fall vollkommen. Ich zeig das auch mal hier. Sieht dann so aus. Der ist ja jetzt so ein bisschen seitlich gewachsen. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht jetzt gerade. Und deswegen werde ich den einfach hier so auch an der Seite postieren. Ich glaube, da muss ein bisschen mehr Dreck für drauf.
Und neben diesem großen Ableger habe ich noch zwei Stämme, die gewachsen sind. Und die werde ich einfach mal zum Test mit in die Erde stecken. Ich finde, es schadet nicht und vermutlich wird es ja auch was. Ich meine, immerhin sind die aktiv, die haben sowohl Kallus gebildet als auch wunderschöne Wurzeln. Ich halte das mal hier in die Kamera. Und auch die werde ich jetzt dazu pflanzen. Ich habe aber gerade schon gesehen, dass ich zumindest für den einen Ableger das Ganze etwas tiefer eingraben muss. Deswegen, ich stecke jetzt mal hier kurz meine Stöckchen da rein. Und dann fülle ich erstmal noch ein bisschen auf. Okay, das gefällt mir doch eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt circa 1 cm unter der Kante. Der mittlere Ballen der Pflanze ist ein bisschen tiefer vergraben. Und ich glaube, das ist ganz gut. Es ist auch ordentlich festgedrückt. Man sieht, hier wackelt es zwar noch ein bisschen, aber nicht mehr so dolle wie vorhin. Und drin, wo kein Wind ist, wird es auch auf gar keinen Fall umkippen. Ich habe jetzt hier schon den zweiten Draht dran befestigt. Und theoretisch müsstet ihr die Pflanze jetzt angießen. Das machen wir auch gleich. Aber erst pflanze ich die zweite Pflanze um. Warum soll ich das zweimal machen? Angießen ist aber ein sehr wichtiger Schritt beim Pflanzenumtopfen. Zum einen, die Erde wird durch euer Andrücken nicht perfekt zwischen den Wurzeln verteilt sein. Das passiert dann erst beim Angießen. Die rutscht halt runter in alle Schlitzen und Hohlräume, die es noch so gibt. Und erst dadurch wird eurer Pflanze der Halt geboten, den sie braucht. Und auch die Versorgung mit Nährstoffen und Wasser, die sie letztlich braucht. Denn da, wo eine Luftblase ist, wird sich kein Wasser sammeln beim nächsten Gießen, wenn ihr dann vielleicht nicht so durchdringend gießt. Außerdem habe ich den Wurzelballen ja extra trocken gelassen. Das heißt, dieses Pflänzchen hat auch ordentlich Durst. Aber wie gesagt, angießen machen wir nach der nächsten Pflanze, denn die will auch noch umgetopft werden. Kurze Zeit später, wir haben ein bisschen aufgeräumt, ich habe den Dreck ein bisschen zusammengesammelt, damit er mir hier nicht durch die Gegend fliegt, fangen wir jetzt an, unsere Monstera Adansonii umzutopfen. Und man sieht, die ist nicht so fit, also die hat nicht den Support, den sie im Leben braucht. Und den soll sie jetzt heute bekommen. Erstmal muss ich hier meine Schachlikspießkonstruktion auseinanderbauen. Schachlikspieße eignen sich übrigens super als Pflanzstäbe, gerade für kleine Pflanzen. Für große dann eher nicht mehr, weil die nicht das Potenzial dazu haben. Aber so für kleinere Pflanzen oder um einen kleinen Ast abzustützen, geht es auf jeden Fall. Legen wir die genauso auf die Seite und hier sieht man, das hat sich halt von alleine schon gelöst. Also da brauchten wir jetzt gar nicht viel machen. Das hat einfach richtig easy funktioniert. Und hier tun wir jetzt auch die Steine in den neuen Topf und sie kullern alle raus, weil ich natürlich keine Tonscheibe reingemacht habe, ich Otto. Die zauber ich jetzt mal kurz her. Netz rein und Steine wieder rein. Schwere Geburt heute hier. Bin nicht gut vorbereitet. Man sollte immer gut vorbereitet sein beim Umtopfen. Wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, die Pflanze, dann sehen wir, dass die Wurzeln schon unten durch den Blähton gewurzelt sind. Der ist auch ganz leicht abgefallen. Es wird also allerhöchste Zeit, dass wir den mal umtopfen, auch wenn der jetzt nicht, man nennt es rootbound ist. Das bedeutet, die Wurzeln sind jetzt noch nicht gedrückt im alten Topf, aber kann auf jeden Fall ein Upgrade vertragen. Und auch hier gucke ich wieder, wie tief ich die Pflanze einpflanzen sollte. Also noch ein ganzes Stück höher. Ja, so passt es. Und jetzt muss ich natürlich den potenziellen Rangstab da noch irgendwie reinfummeln. Der hat jetzt hier den Vorteil, dass der so eine spitze Spitze unten hat. Deswegen sollte das etwas leichter gehen. Dann sind Rangstäbe immer ein bisschen fusselig, weil ich natürlich auch nicht groß die Pflanze kaputt machen möchte. Was ja irgendwie nicht die Intention wäre, weil will der Pflanze ja was Gutes tun. Ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt ist das hier nur viel zu hoch, weil natürlich Erde nach unten gefallen ist. Dann nochmal ein bisschen raus. Okay, ja, so könnte das. Doch, so sieht das ganz gut aus. Und auch hier füllen wir jetzt erstmal die ersten paar Zentimeter rein, bevor wir überhaupt daran denken, die Ableger dazu zu tun. So, wir haben das jetzt erstmal hier ein bisschen stabilisiert und stellen das jetzt zur Seite. Unser einer Ableger, den wir einpflanzen wollen, hat nämlich selber schon einen Topf. Und den wollen wir jetzt auch eben kurz daraus befreien. Der sieht nämlich ziemlich traurig aus. Na, hier geht es wieder nicht so einfach. Einmal gegen den Boden drücken. Und schwupps ist er draußen. So, hier sieht man auch, in dem kleinen Topf hat er einfach nicht die Wurzeln ausgebildet, die ich gerne hätte. Das liegt aber auch viel daran, dass ich ihn nicht regelmäßig genug gegossen hatte. Das ist in so einem kleinen Topf dann sehr schwierig, weil die natürlich sehr schnell austrocknen. Den habe ich mir überlegt, pflanze ich jetzt so links
neben den Rangstab ein. So irgendwie. Schauen wir hier drum. Puh, der Substrat ist aber gar nicht mehr so gut. Das nehmen wir nicht. Das tun wir wieder raus. Dann nehmen wir lieber unser frisches Substrat. Das ist auch, glaube ich, noch kein Kokossubstrat gewesen, wenn ich mir das so angucke. Das ist mir generell aufgefallen bei Kokossubstrat und normaler Erde. Kokossubstrat hält einfach wesentlich länger die Form. Also wenn ich Kokossubstrat pflanzen, so wie die Raffi eben umpflanze nach einem Jahr, ist das Substrat noch okay. Ich kann das weiterverwenden, kann das mit neuem Substrat mischen. Aber bei normaler Erde habe ich das irgendwie nie. Ich weiß nicht, ob ich da zu günstige Erde vielleicht kaufe oder ob die einfach nicht dafür gemacht ist, länger als ein, zwei Jahre zu halten. Die wird dann so ganz komisch, ich halte das mal hier so in die Kamera, ganz komisch bröckelig. So ganz seltsam, so klumpig. Und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr, die zu verwenden, weil ich denke, dass ich meiner Pflanze damit auf jeden Fall nicht die bestmögliche Versorgung biete. Genau, und als allerletztes habe ich hier noch diesen gut bewurzelten, komplett schiefen Ableger. Der ist in so einer Kurve gewachsen. Keine Ahnung, wie ich den da reinfriemeln soll, aber mir fällt schon was ein. Ich glaube, ich mache das mal so. So, dass er auch zum Rangstab kommt auf jeden Fall. Als kleiner Hinweis übrigens, ein Moosstab wäre in diesem Fall natürlich wesentlich besser. Ich habe nur keine und ich werde mir dann auch einfach aus diesen normalen Bambusstäben irgendwann Moosstäbe bauen, wenn ich wieder Moos habe. Aber ich war jetzt sehr lange nicht mehr in einem Laden, was mir irgendwie Moos verkauft und in der Moosbock ist noch nicht wieder genug zusammengekommen, um da einen ganzen Moosstab draus zu bauen. Deswegen warte ich einfach noch ein bisschen und die Pflanze muss sich jetzt erstmal damit begnügen. Hallo Wespe, wie geht's? Ich glaube, ich bin soweit ganz zufrieden. Der Stab ist mehr oder weniger stabil, ist einfach ein relativ kleiner Topf, in dem der jetzt steht und es ist nur relativ wenig unter der Erdoberfläche. Je größer der Topf, desto stabiler wird es dann. Aber wir sollten natürlich diesen Krautsalat, der jetzt gerade hier so runter baumelt, natürlich anbinden. Und dafür habe ich mir überlegt, nämlich ein bisschen schön aussehenden Jutegarn. Schön aussehendes Jutegarn und das muss ich eben holen. So. Ich bin back, habe zwei Alternativen mitgenommen. Einmal hier so ein Bast, der sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann habe ich hier so eine Jute-Schnur. Gibt es beides im Baumarkt, ganz einfach zu kaufen. Ihr könnt auch normale Baumwollschnur nehmen oder normale Schnurschnur. Nimmt nichts, was so sehr einschneidet, wie zum Beispiel Nylon-Schnur, würde ich persönlich jetzt nicht empfehlen. Aber zum Beispiel, es gibt auch Pflanzdraht für größere Pflanzen. Das habe ich ja eben auch bei der Raffi genommen. Geht auch, da ist eurer Fantasie einfach freien Lauf gelassen. Ich glaube, ich werde mal gucken. Doch, das sieht am coolsten aus. Wir nehmen mal die Jute-Schnur hier. Tja, was soll ich sagen? Am Ende ist es doch der Bast geworden, weil der schöner aussah. Und ihr seht mich jetzt, wie ich ganz, ganz schnell die Pflanze hier hochbinde und dabei wahnsinnig viel rede, obwohl ich absolut nichts zu sagen habe. Und deswegen kürze ich das hier auch ab. Guckt einfach, dass ihr die Stränge so hoch wie es geht anbindet und danach so wenig Schnur wie möglich verwendet. Also möglichst viele Stränge in einen Schnurring reinbekommt. Das macht es euch einfach später beim Umtopfen einfacher und ihr habt auch nicht so viel Arbeit. Und ich finde, es sieht auch schöner aus. Und es ist dann einfach ein Gefummel. Macht das so, wie es euch gefällt, nicht wie es anderen gefallen soll. Ihr müsst am Ende damit zufrieden sein. Kleiner Tipp, richtet die Blätter und die Stränge so ein bisschen so aus, dass Blätter in alle Richtungen gehen, weil sonst wird sich das ganz, ganz schnell in eine Richtung orientieren und ihr habt eine kahle Seite und eine sehr flauschige Seite, beziehungsweise sehr blättrige Seite. Und ja, wenn ihr das gemacht habt und mit eurem Endresultat zufrieden seid, dann seid ihr auch schon fertig. Ich würde sagen, ich bin jetzt ganz zufrieden damit, wie das hier aussieht und deswegen lasse ich das so. Es sieht natürlich noch ein bisschen verwuschelt aus. Wir haben jetzt hier ganz viele Blätter, die irgendwie nah aneinander hängen. Das ist aber auch so, weil ich die halt möglichst hoch immer angebunden habe. Und die sind natürlich jetzt auch null mehr zum Licht ausgerichtet. Das heißt, wenn ich die jetzt an ihren gewohnten Platz stelle und da wachsen lasse, richten die Blätter sich natürlich wieder zum Licht aus und das Ganze sieht ein bisschen ordentlicher aus. Sieht halt nach dem Anbinden meistens nicht so aus. Also wenn ihr das Gefühl habt, es sieht total blöd aus, was ihr da gemacht habt und es ist nicht so perfekt wie auf Instagram, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass Leute auf Instagram, so mache ich das auch, bevor ich dann neue Bilder poste, lasse ich die Pflanze sich ein bisschen neu einrichten auf ihre neue Situation und dann schaut das schon ganz, ganz anders aus. Auf jeden Fall sind jetzt beide Pflanzen neu eingepflanzt, beide haben einen Rangstab und jetzt wollen wir die mal eben angießen.
Das Angießen ist wirklich ein sehr wichtiger Schritt. Wir hatten es ja eben schon, einfach damit die Erde sich verteilt. Ich mache das jetzt hier einfach auf unserer Dachterrasse, weil das Wasser hier so oder so abfließt, ja auch wenn es regnet. Und da gieße ich wirklich ordentlich. Also ich wiederhole das 2-3 Mal in dem Ausmaß, wie ihr es gerade seht, und lasse es einfach unten weglaufen. Und dann lasse ich die Pflanze 20 Minuten abtropfen sozusagen, bevor ich sie wieder in den Unterteller stelle. Ihr könnt das natürlich genauso gut in der Dusche oder in der Badewanne machen. Da könnt ihr sogar den Pömpel reintun, dann fließt euer Wasser nicht ab und der Topf und die Pflanze kann sich von unten weiter vollsaugen, beschleunigt ein bisschen den Prozess und ihr könnt euch am Ende sicher sein, dass wirklich die gesamte Erde nass ist. Das mache ich so bei all meinen Zimmerpflanzen, die ich so habe, also Ausnahme der Sukkulenten und der Kakteen. Davon habe ich einfach nicht so viel und auch nicht so die Erfahrung. Ich weiß einfach nur, dass die nicht so gerne nasses Substrat haben. Deswegen habe ich das Gefühl, dass ich das da nicht machen sollte. Mir haben aber auch schon Leute, die Sukkulenten haben, geschrieben, dass sie da genauso durchdringend gießen, wie ich das jetzt gerade hier beim Angießen mache. Kann ich einfach nicht viel zu sagen, weil mir da ein bisschen die Erfahrung fehlt. Ja, aber wie gesagt, es macht eurer Pflanze absolut nichts, wenn die Erde dann mal nass ist. Erstens, ihr habt ja wahrscheinlich ein sehr durchlässiges Substrat gewählt, was ja eh schon Wurzelfäule vorbeugt. Und außerdem habt ihr ja einen Topf gewählt, der nicht viel größer als der Ursprungstopf ist. Und damit habt ihr dafür gesorgt, dass die Erde relativ schnell wieder trocknet. Und gerade im Sommer geht das ja so wahnsinnig schnell, dass man mit dem Gießen oft nicht hinterherkommt. Da macht das überhaupt nichts aus. Deswegen umtopfen tue ich auch am liebsten im Frühjahr oder im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist. Was soll ich noch groß sagen? Die Raphidophora tetrasperma ist eingepflanzt, genauso wie die Monstera adansoni. Beide haben einen hübschen Rangstab und neue Freunde im Topf. Und angegossen sind sie auch und damit fertig, jetzt an ihren Standort zurückzuziehen. Und ich bin auch fertig mit diesem Video, was ja mehr so meine eigene Erfahrung mit dem Umtopfen war. Und falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder noch Erfahrungen mit Pflanzenanfängern teilen möchtet, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin mir nämlich ganz sicher, dass ich noch ein paar Aspekte nicht erwähnt habe. Die finden unten auf jeden Fall Platz und Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind mit ihrer Pflanzenkarriere, können dann unten stöbern und finden eure Berichte und freuen sich da sicherlich drüber. Deswegen nutzt den Platz, ich würde mich freuen, die würden sich freuen, alle würden sich freuen. Und wenn euch dieses Video im Allgemeinen gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, ein Abo ist kostenlos. Ihr seht, dass ich nächsten Freitag ein neues Video hochlade und jeden weiteren Freitag, an dem ich ein neues Video hochlade, was mir gefällt, was euch hoffentlich gefällt, was uns allen gefällt. Und wenn ihr noch Infos sucht zu diesen beiden Pflanzen, ich habe sowohl ein Pflege-1x1 zu beiden gedreht, als auch ein Video, wie ihr die richtig vermehrt. Also dazu ist schon alles vorhanden auf diesem Kanal. Und wenn ihr kleine Updates zu den beiden wollt, dann macht es vielleicht Sinn, dass ihr mir auf Instagram folgt, denn dort mache ich eigentlich tägliche Updates in meinen Stories zu verschiedenen Pflanzen und poste auch regelmäßig Bilder, wie sie sich so entwickeln. Könnte vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein. Genug der Eigenwerbung. Ich möchte jetzt aufräumen. Möchte ich nicht, aber mache ich trotzdem, bevor es gleich anfängt zu regnen, und wünsche euch deswegen ein wunderschönes Wochenende. Habt Spaß an euren Pflanzen und wir sehen uns nächsten Freitag. Ciao! Ah, ich hänge an der Pflanze. Hilfe! Haare, bitte kommt da raus!